Ja, ich habe auch einmal gemeint, ich könnte nur so ein paar Leute haben, ja, ein paar hundert oder so, wo einfach nur noch Gott lieben wollen und immer Vollkommenheit steigen, mit denen irgendwo weggehen, wo wir allein sind, dann wollte ich die befeuern, weil an sich, ich schaff's nicht. Dann müssen durch die anderen es schaffen, bis die Herzen pein voll zu viel Liebe. Und dann sagt der Heiland: Bring mir Sünder, hol mir die Sünde zurück. Und ich habe erfahren, welch Glück für diese Menschen, wenn sie wieder zu Gott zurück können. Wenn sie lernen, dass Gott immer noch sagt: Kind, wann kommst du zurück? Noch. Es ist eine unglaubliche Freude. Ich habe schon Menschen gesehen, Prostituierte, ältere, schon sehr ältere Frauen, wo das im Gesicht alles schon drin war. Man sah schon, was für ein Typ das es ist. Und wenn sie Gott gefunden haben und aufgehört haben damit, ist ein Leuchten im Gesicht, dass jede, was vorher nicht schön, schön wirkt. Denn die Seele, das Herz strahlt. Goldsauber darüber, hat die Paul gesagt. Ich habe es nicht gewusst, dass ich selbst jetzt solches mit Freuden sehe und suche. Ja, wisst ihr, da kommen Migranten herein, Islamisten und alles. Islamisten. Und wie viele kommen herein? So viel ihr Kinder abgetrieben habt. Das sind Millionen. Und Abermillionen. Wisst ihr auch, dass die abgetriebenen Kinder das Blut von denen zum Himmel schreit. Und das sind Abermillionen, um Gerechtigkeit schreien. Viele müssen selber an die Brust schlagen. Aber wiederum das andere, bei Gott, Gott kann das gut machen. Es gibt sogar, du kannst sogar Taufe der Ungeborenen machen. Diese Kinder sind meistens ohne Anschauung Gottes, aber sie haben ein absolutes Glück, aber ohne Anschauung Gottes. Wenn eine Mutter oder Vater, ich muss die Väter aber auch dran nehmen, genauso wie die Mütter, wenn der Vater oder die Mutter dieses Gebet spricht, bekommt das Kind die Anschauung Gottes. Und dann sorgt sie auch für ihre Mutter oder Vater. Also wir selber haben das angezettelt, dass das alles geschieht und das Furchtbare, wo da ist und der Chaos. Wenn ich jetzt solche Sünde hole, aber das heißt nicht ich, immer er, ich bin ja nur der Hampelmann, also das Werkzeug Gottes. Aber dann bin ich doch Arzt, Doktor, Arzt. Und als solcher hat nicht Gott gesagt: Ich bin nicht gekommen für die Gerechten,
sondern für die Sünder. Die Sünder brauchen den Arzt. Und hier, wenn man den Apparat drehen würde, dann würde er, man kann es nicht mal sehen, außerhalb der Kirche hat es noch Leute, weil wir aber zu klein geworden sind. Und die Arbeit ist gewaltig. Wir haben jetzt letzten Samstag, ich glaube, 280 Briefe in einem Tag erledigen müssen. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Schwestern, die sich Gott schenken wollen. Wir brauchen Geistliche, denn wir möchten überall Stationen errichten. Dass ein Priester, wir sind die Untergrundkirche. Und wir können nicht mehr öffentlich groß, wir gehen in die Häuser. Und dann schauen wir, wir sind dran, aber eben wir haben zu wenig Hilfe, wir brauchen mehr. Sie schauen jetzt, wo es mehrere hat. Und dann können wir vielleicht, es gibt Leute, die sagen, wir können ein Haus zur Verfügung stellen, da haben so und so viele Leute Platz für ein heiliges Messopfer. Es ist wieder wie bei der Christenverfolgung. Wir haben leider keine Höhlen da. Suche schon lange eine. Also, und so werden wir dann einfach immer mit ein Geistlicher einfach die Runde machen, vorläufig. Werden einfach alle immer informiert. Dann und dann kommt ein Priester vorbei und da kann man sogar noch festsetzen, so, dass man voraus schon planen kann, ah, da kommt der dahin. Und dann habe ich Gott gesagt, ich brauche Priester, ich brauche Schwestern. Und dann kommt die Antwort nicht ganz so, aber ich sage es jetzt so, du hast ja keinen Platz. Stimmt. Ja, dann muss ich auch Platz machen. Es bleibt uns keine Wahl mehr. Wir bauen. Wir sind jetzt mit Architekten da schon dran. Dann hängt ein Querhaus mit mehreren Zimmern. Auch, dass ich auch mehr Gäste einladen kann. Und dann kann ich sagen, ich habe den Platz. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, oder? Sich einfach für Gott schenken und ihn schenken. Aber was ich bitte ist, wer die Möglichkeit hat, verbreitet. Also ich kann auch sagen, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder. Nummer eins. Und wer ist schon eine Sünde?